Hi Leute, heute geht es darum, warum ich persönlich kein Fan von Ernährungsplänen bin. Okay, ich hatte neulich ein super schönes Video aufgenommen für einen Kongress und dort bin ich auf das Thema angesprochen worden, ob ich dann Ernährungspläne habe oder wie ich das Ganze auch in der Zusammenarbeit mache. Ja, und deshalb wollte ich mal meine Meinung heute über Ernährungspläne im Allgemeinen kundtun, dir erzählen und was du dabei unbedingt wissen solltest. Also da gibt es ein paar Dinge, wenn du einen Ernährungsplan benutzt, die du unbedingt beachten solltest, die verrate ich dir heute und dann verrate ich dir auch noch am Ende, was für eine Alternative ich verwende, wie ich das Ganze anwende und was du da auch machen kannst in dem Fall, in deinem Fall. Und zwar, also zu Beginn erstmal, warum bin ich kein Freund von Ernährungsplänen? Und ich möchte damit nicht sagen, dass Ernährungspläne falsch oder schlecht sind. Ich verwende sie einfach nur nicht, weil ich eine bessere Alternative habe, beziehungsweise weil es bei Ernährungsplänen viele Gefahren oft gibt. Und mein Ziel ist, dich möglichst frei und unabhängig zu machen. So, wenn du jetzt einen Ernährungsplan hast, ist eine Gefahr immer, dass du dein Körpergefühl ignorierst und nicht mehr auf deinen Körper hörst. Und da kommt es natürlich auch darauf an, was für ein Ernährungsplan das ist. Es ist da halt zu bevorzugen, einen Ernährungsplan zu haben. Okay, es ist gut, gewisse Lebensmittelgruppen drin zu haben, aber man muss trotzdem auf das Körpergefühl hören, was, wie viel, also von welchem Lebensmittel, wie viel. Wenn da steht irgendwie 500 Gramm davon morgens essen, 500 Gramm davon mittags, dazwischen 100 Gramm Nüsse, sonst was, dann halte ich das für sehr kontraproduktiv, weil dein Körper dir immer sagt, wann, was, wie viel du essen solltest. Und wenn du isst und du keinen Hunger hast, dann ist es eben kontraproduktiv. Und das ist eben auch der zweite Punkt, dass man da halt wirklich diese Eigenverantwortung dann abgibt. Wenn man einfach nur stupide ist, natürlich immer einfach und leicht, irgendwie einfach ein Plan, ich halte mich dran, wenn es nicht funktioniert hat, dann ist der Plan oder jemand anderes schuld, der den Plan erstellt hat. Aber der Punkt eben, du übernimmst dann keine Eigenverantwortung und du entwickelst oft nicht das Körpergefühl. So, wenn das jetzt ein Plan ist, einfach nur zur Orientierung mit gewissen Gerichten, Rezepten, die man da essen kann, aber nicht mit genauen Mengenangaben, dann passt es. So, das muss man dann auch wissen. Aber man sollte trotzdem immer aufs Körpergefühl hören. Das ist eben diese Gefahr dabei. Und am Ende macht dich immer nur frei und unabhängig, weil ich meine, Ernährungsplan, okay, schön und gut, dann probierst du dich da irgendwie reinzuzwängen, machst es eine Zeit lang und dann, ja, dann entwickelst du trotzdem nicht dieses Körpergefühl, wie gesagt. Und am Ende ist es nur was, wo du glauben kannst oder nicht. Du denkst vielleicht, das tut dir gut. Und du glaubst es auch, aber vielleicht tut es dir gar nicht gut, weil das einfach ein schlechter Plan ist. Kann alles Mögliche sein. Bei Studien ist es genauso. Und am Ende, wenn es um deine Gesundheit geht, solltest du niemanden fragen bei der Ernährung. Niemanden, außer deinen eigenen Körper, wenn es um die täglichen Lebensmittel geht. Und um das, was du isst. Und das ist auch das, was ich immer, immer in der Zusammenarbeit sage. Dass du nicht auf mich hören solltest.
sondern du solltest bei der Ernährung, beim Essen auf deinen Körper hören. Und ich kann dir nur dabei helfen, wie du wieder lernst, auf deinen Körper zu hören, wie du das Körpergefühl selber wieder entwickelst, wie wenn du ein Musikinstrument spielen lernst. So kannst du wieder die Signale von deinem Körper richtig einordnen. Weil am Ende, wie gesagt, ein Ernährungsplan, hui, du kannst jetzt denken, der hilft dir nicht, aber am Ende weißt du nicht und du kannst dir nicht sicher sein, dass es dir hilft. Du kannst dir nur sicher sein, wenn du wirklich die Eigenverantwortung übernimmst und das Körpergefühl selber entwickelst und dann bist du am Ende auch unabhängig und frei, weil du dann weißt, was und wie viel du jederzeit essen sollst, kannst, musst. Und stattdessen, statt einem Ernährungsplan, habe ich es zum Beispiel so gemacht, jetzt auch in der Zusammenarbeit, dass ich keinen eben Ernährungsplan entwickelt habe, sondern ich möchte nur mitgeben, wie kannst du den ganzen Prozess, auch mit der Entgiftung, mit der Reinigung, was mit einer Ernährungsumstellung einhergeht, wie kannst du diesen ganzen Prozess für dich selber steuern? Wie kannst du diesen ganzen Prozess so angenehm und so gut wie möglich vonstatten gehen lassen? Und ich gebe dir nur die Mittel dazu. Du bestimmst das eigene Tempo. Du gehst dein Tempo. Ich zeige dir nur, wie und was ich jetzt vielleicht in dem Fall machen würde. Aber du weißt dann, wie du das Ganze steuerst. Du weißt wieder, wie du dein Fahrzeug bedienst. Und wenn du eine Mauer vor dir siehst, dann kannst du eine Kurve außenrum machen und dem ausweichen. Das ist das, was ich mache. Und du entwickelst eben das Körpergefühl da immer weiter. Und statt einem Ernährungsplan habe ich zum Beispiel einen Mono-Mahlzeiten-Testplan eingeführt. Und das kannst du gerne mal selber jetzt daheim ausprobieren. Mono-Mahlzeiten-Testplan, wenn du mit Mono-Mahlzeit nichts anfangen kannst, Mono 1 bedeutet eben nur ein einziges Lebensmittel zu einer Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und ich mache es zum Beispiel so, dass man über einen gewissen Zeitraum, 20, 30 Tage, jeden Tag eine Monomahlzeit macht. So den Rest des Tages isst man völlig normal. Möglichst eine Monomahlzeit zum Beispiel am Morgen zu machen. Und dann testet man eben. Und dann kann man wirklich das Körpergefühl entwickeln. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, morgens auf leeren Magen oder gegen Mittag, je nachdem, wann du deine erste Mahlzeit zu dir nimmst. Das Wichtige ist halt, dass dein Magen erst leer ist. Und dann kannst du nämlich wirklich das Körpergefühl entwickeln, weil du dann auch weißt, okay, wie reagiert dein Körper darauf? Und da kann ich dir ein paar super wichtige Signale mitgeben jetzt. Und zwar erstens, wenn du zum Beispiel dann eben eine Frucht isst oder Gemüse, Salat, Nüsse oder was Gekochtes, gedämpftes Gemüse oder gekochten Reis oder irgendwie Pseudogetreide, sonst was. Du machst nur dieses eine Lebensmittel aber. Und dann isst du das. Und dann kannst du darauf achten. Zuerst mal vorm Essen kannst du auch schauen, okay, auf was hatte ich eigentlich Hunger? Hatte ich viel Hunger? Hatte ich wenig Hunger? Und dann kannst du schauen, wenn du isst, solltest dir auch dann die Menge aufschreiben. Und nach dem Essen, wenn du dich nach dem Essen leicht, energetisch, gut fühlst und trotzdem gesättigt und befriedigt, dann war es schon eine gute Mahlzeit und dein Körper konnte es auch verdauen und handeln. So, immer ein schlechtes Zeichen nach dem Essen ist, wenn du total müde und schlapp bist. Und wenn du das wirklich konsequent mal beobachtest, die verschiedenen Lebensmittel durchtestest. Und das ist nämlich genau der Punkt auch, weil viele sagen, oh, ist das gesund, ist was anderes gesund. Und es kommt auch ganz darauf an, in welcher Region, in welchem Land du lebst. Weil heutzutage, die Lebensmittel haben teilweise eine extrem schlechte Qualität. Und manche Sachen sind vielleicht gleich bezeichnet, aber es ist meilenweiter Unterschied von der Lebensmittelqualität. Und du wirst sehen, wenn du zum Beispiel auch vergleichst, ein Feldsalat im Supermarkt abgepackt, wie schmeckt der dir? Und wie befriedigt fühlst du dich danach? Und wenn du dann mal irgendwo vom Bauern, muss nicht mal Bio sein,
Es sind einfach Welten. Es ist zwar beides Feldsalat, aber es ist ein kompletter Unterschied. Wenn du wirklich so einen frischen Feldsalat, wo noch die Erde dranhängt, hast, viel größere Knollen und richtig kräftig, es ist ein meilenweiter Unterschied. Und das ist genau der Punkt. Wenn du dann das Körpergefühl entwickelst und dann schaust, okay, bin ich müde danach, dann war es entweder das falsche Lebensmittel, dein Körper ist nicht in der Lage, das richtig zu verarbeiten, oder es war eine zu große Menge. Dann probier es nochmal mit einer kleineren Menge aus und dann weißt du, ob das das Richtige für dich ist. Und dann testest du das ein paar Mal und dementsprechend auch mit verschiedenen Lebensmitteln von verschiedenen Anbietern, auch wenn es eben ja, das gleiche Lebensmittel eigentlich ist. Auf dem Papier, sage ich mal in Anführungszeichen, beides Karotten, aber es gibt eben sowas von Unterschiede. Und dann merkst du auch, wenn du richtig gute Qualität hast, du entwickelst das Körpergefühl immer besser. Du merkst auch zum Beispiel, wenn du überzüchtete Früchte isst, du hast so eine leichte Nervosität nach dem Essen, so eine leichte Unruhe, wenn es zu viel Zucker war. Und wenn du dieses Körpergefühl immer mehr verfeinerst, und es ist einfach ein Prozess, wo man dann lernt, indem man es jeden Tag macht, indem man eben immer wieder mal testet, immer wieder zwischendrin mal Monomahlzeiten einbaut, einfach um diese einzelnen Lebensmittel zu testen. Es soll keine Kur sein, kein Fasten oder sonst was, sondern einfach nur zwischendrin mal eine Mahlzeit, den restlichen Tag dann normal essen. Genau. Also, deswegen mache ich eben kein Ernährungsplan persönlich, so muss eben nicht schlecht sein, kann auch manchmal gut sein. Man muss eben die Punkte beachten, die ich angesprochen habe, wenn man einen Ernährungsplan benutzt. Und ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es unbedingt, lasst andere das auch wissen. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert diese Glocke, damit ihr alle Benachrichtigungen bekommt und damit wirklich mehr Menschen davon wissen können und daran teilhaben können. Und ansonsten, wenn du noch Fragen hast, komm auch gerne in die Facebook-Gruppe rein, kannst du kostenlos beitreten. Und ja, und wenn wir auch mal schauen sollen, wenn du selber am Umstellen bist, dann kannst du auch unten drunter, ganzen Links, können wir selber mal quatschen und schauen, wie es bei dir ausschaut, was man da vielleicht beachten sollte und ob wir dir da helfen können. Genau. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.